Die vier sind auf Madeira, immer noch. Das war eigentlich nicht so gedacht. Aber die Insel hat alle begeistert. Es ist aber auch kein Wunder, denn Madeira ist wirklich faszinierend. Ein Muss für jeden Madeira-Besucher: die Wanderung entlang der Levadas. Künstliche Kanäle, die Wasser aus dem niederschlagsreichen Norden der Insel in den trockenen Süden transportieren. Dort, wo Landwirtschaft betrieben wird. Die ältesten sind 700 Jahre alt. Wir haben schöne Orte besucht. Es gibt ein paar Highlights auf unserer Reise. Madeira war beispielsweise eines der schönsten Destinationen, die wir besucht haben. Da haben wir auch tauchen gelernt. Und das war super. Und stand eigentlich nicht auf dem Plan, denn die Familie muss mit ihrem Geld haushalten. Das war so, wir sind in Madeira angekommen, haben neue Nachbarn bekommen und die Mutti, ja, wir wollen morgen tauchen gehen. Wollt ihr mit? Ich so, ja, ich frag mal Papa. Und dann ich so, Papa, gehen wir tauchen? Ja, aber es ist ja erst 70 Euro kostet der Spaß. Aber für 70 Euro machen wir das. Ich habe vorne die drei vergessen zu hören, mit den, dass es 370 waren. Pro Person. Aber ein Vater will seine Töchter nicht enttäuschen. Also ich muss sagen, das hat sehr Spaß gemacht. Wir waren in einer relativ größeren Gruppe mit noch zwei Norwegern, also in unserem Alter jeweils. Dann noch einen aus Schweden. Auf jeden Fall waren wir halt so eine Achtmann-Gruppe, war richtig schön. Und dann kommen die drei nach Hause und reden mit mir Zeichensprache, als ob ich das verstehe, was die gelernt haben. Ja. Ja, okay. Na? Ja. Hunger. Genau. Ja. Dank der ungeplanten Ausgabe wird nun an anderen Ecken gespart. Mama möchte jetzt ihre Haare abschneiden und zwar als einen Bob-Schnitt und nächstes Jahr das Ganze machen. Claudias Friseurtermin ist gestrichen. Wozu gibt's YouTube-Tutorials? Luise beweist eine ruhige Hand und genügend Selbstvertrauen für den Do-It-Yourself-Bob. Ergebnis? Drill ich mal. Also ich finde, dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, ist es gar nicht mal so schlecht. Aber manche Ausgaben müssen sein. Gucken jetzt nach einem neuen Außenbordmotor. Der alte ist einfach zu schwach. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Ja, wir haben uns ein kleines bisschen verlaufen, aber es ist nicht so schlimm, noch 200 Meter. Denn oft legen sie nicht im Hafen an, sondern ankern auf einer Außenposition. Was ist, wenn sie doch noch fliegen kann? Das ist erheblich günstiger bzw. oft kostenlos. Da braucht es das Schlauchboot, um an Land und wieder zurückzukommen. Und ein bisschen Spaß macht der neue Motor auch. Ich will nämlich nicht mehr der Letzte sein beim Dinky Rallye. Erster sein. Doch allmählich wird es Zeit abzufahren. Sonst gibt es noch die berüchtigte Hafenfäule. Hafenfäule. Was ist faul? Na, man bleibt im Hafen, weil man faul ist, wieder abzulegen. Marco ist sowieso am glücklichsten auf dem Meer. Tiefblaues Wasser und stabilen Wind. Und es ist wahnsinnig schön, hier auf dem Meer zu segeln, obwohl es anstrengend ist. Und sie werden bereits in Gran Canaria erwartet für die Atlantiküberquerung.